Die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört. Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen dazu steht Deutschland und das... Das ist die Rechtfertigung eines Völkermordes. Das ist die explizite Rechtfertigung eines Völkermordes. Also diese Frau ist unglaublich. Ja, die israelische Armee, also, wir hatten es gerade schon, die hat die Dahir-Doktrin, die greift absichtlich zivile Ziele an. Die greift absichtlich ganze, die pulverisiert ganze Wohnblöcke, wo sie Hamas-Führer vermutet. In Gaza, da gibt es eine klare genozidale Intention. Wir hatten gerade das Statement von May Golan, also die da, oder der das israelische Ministerium für den Status von Frauen führt. Die gesamte Infrastruktur Gazas muss bis zu seinem Fundament zerstört werden und die gesamte Elektrizitätsversorgung muss abgeschnitten werden. Dieser Krieg ist kein Krieg gegen die Hamas, sondern einer gegen den gesamten Staat Gaza. Das ist ein vollkommen klares Statement, was Israel da macht. Das ist der deutschen Bundesregierung bekannt. Also Israel kündigt an, dass es zivile Ziele angreift. Israel kündigt an, dass die gesamte Zivilbevölkerung Gazas der Feind ist. Und Baerbock sagt hier, dass dann zivile Orte, wenn dort Hamas-Führer vermutet werden, oder wenn die Hamas-Zivilisten als Schutzschilde verwendet und Schutzschilde verwenden, das heißt halt, Leute, die bei der Hamas sind, wohnen in normalen Häusern. Also wenn Israel betrachtet auch Häuser, einfach nur, wenn sich Hamas-Kämpfer oder mutmaßliche Hamas-Kämpfer dort aufhalten als legitime Angriffsziele. Da muss keine militärische Infrastruktur sein. Das ist hier vollkommen klar. Und das ist eindeutig, das ist eindeutig völkerrechtswidrig, was Baerbock hier sagt. Also sie kommt ja vom Völkerrecht, aber das Völkerrecht beruht nicht auf Reziprozität. Das ist das Erste, was ein jeder Völkerrechtler sagt. Das heißt, nur wer eine Seite Kriegsverbrechen begeht, beispielsweise Zivilisten als Schutzschilde verwenden, wobei, wie gesagt, dieser Schutzschildvorwurf auch immer ein bisschen wohlfeil ist. Israel wirft das der Hamas auch vor, wenn Hamas-Kämpfer, wie gesagt, in normalen Häusern wohnen. Dann kommt schon von Israel, ja, die Hamas-Kämpfer, dadurch, dass sie in so einem Haus wohnen, benutzen sie diesen gesamten Häuserblock als Schutzschild. Also das ist dann dieser Vorwurf häufig. Aber egal, selbst wenn dem so ist, selbst wenn da militärische Infrastruktur in zivilen Wohngebäuden ist, selbst dann rechtfertigt das keine Kriegsverbrechen der anderen Seite. Also es rechtfertigt nicht, dass man die Zivilisten angreift. Du darfst nicht, nur weil in einem Haus Munition gelagert wird oder so, das ganze Haus mit allen Zivilisten da drin in die Luft jagen. Du darfst kein Krankenhaus angreifen, weil da ein Bunker drunter ist oder sonst irgendwas. Das ist explizit illegal. Das sagt das Völkerrecht auch ganz klar. Nur weil eine Seite sich nicht ans Völkerrecht hält und Zivilisten als Schutzschilde verwendet, was tatsächlich illegal ist, darf die andere Seite nicht sagen, okay, dann halten wir uns auch nichts mehr ans Völkerrecht. So funktioniert das nicht.